Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von See zu See. Heute sind wir in der Vereinshofs Leusachtal. Leusachtal befindet sich ca. 40 Minuten von München südlich entfernt. Hier in der Umgebung haben wir Wolfratshausen, Starnberg haben wir. Bad Tölz ist in der Nähe. Bad Tölz ist hier in der Nähe. Garmisch müsste jetzt auch hier weiter vorne sein. Also so in dieser Region bewegen wir uns gerade. Hier in der Vereinshofs haben wir die Möglichkeit für 17 Euro zu angeln. Da bekommt ihr die Tageskarte mit inklusive 2 Kilo Fisch. Je weiterer Kilo kostet 8,50 Euro. Was kannst du noch zum See hier sagen, Martin? Also ich kann auf jeden Fall hier sagen, hier gibt es auf jeden Fall Forellen jeglicher Art. Also es gibt Lachsforellen, Regenbogenforellen, Saiblinge, also Forellenartige gibt es hier vertreten. Es gibt auch Karpfen, aber die dürfen nicht entnommen werden, die dürfen nicht befischt werden, weil die rein zur Teichpflege da sind. Die ganze Anlage beträgt ca. 3000 Quadratmeter, nicht nur Wasserfläche, sondern insgesamt das Ganze hier. Es gibt ein paar Regeln, man darf zum Beispiel kein Stahlvorfach verwenden, keine Rute über 4 Meter, dann auf jeden Fall muss jeder Fisch entnommen werden. Und ja, das ist ja so die einzige Regel. Falls man nichts fangen sollte, kann man sich gerne hinten in dem Haus, gibt es auch noch einen Verkauf, da gibt es auch geräucherten Fisch, aktuell Forellen, Saiblinge und auch aktuell noch Aal, auch zu guten Preisen, wo man nicht meckern kann. Aber ich denke, heute geht noch was, oder? Ja, wie ihr schon seht, ist das Wasser auch ein bisschen leicht trüb. Deswegen, ich werde auch so ein bisschen auf Schockfarben setzen. Ich werde auch ein bisschen mit Blinkern arbeiten, die recht viel glitzern und so dergleichen. Was wirst du, glaube ich, so verwenden? Was wird deine Art? Ich werde auf jeden Fall Schockfarben heute probieren, weil die Sonne ist nicht mehr so aktiv. Deswegen denke ich, Schockfarben sind ein bisschen besser wie Blinker, weil zum Blinken braucht man ein bisschen Licht, meiner Meinung nach. Aber mal gucken, ich meine, ja, ich werde dich sowas von überbieten. Achso, das meinst du. Ja, okay, dann lass uns mal angucken. Lass uns mal anschauen. Jetzt hole ich meine Rute durch. So, wir sind jetzt direkt vom Mönch, deswegen probiere ich es jetzt hier wieder mit so Einzelhaken. Mit so komplett pink. Ich kriege das wahrscheinlich nur 1-2 Meter rauf. Aber es macht nichts, weil die befinden sich eh hier in diesem Gebiet. Was ich aber sagen muss, heute ist es wirklich schwierig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass der Drilling zu groß, also der Wirbel hier zu groß ist. Und dass der jetzt hier verschreckt. Das kann sein. Nach 2,5 Stunden die erste Forelle, wie ihr es schon seht, recht eine kleine, gerade mal 26 cm, aber es ist ein Motivationsschub. Ich habe die erste Forelle und auf was hat sie gebissen? Auf so eine kleine Fliege. Moment, ich kann sie dann mal nachher in die Kamera halten. Auf eine kleine Fliege hat sie gebissen, die ich einfach so an die Hauptschnur dran gebunden habe und immer mit der Hand so ein bisschen angezuppelt, dass sie immer durchs Wasser springt. Und dann hat der Kleine hier gebissen. Ich freue mich auf mehr. Zeit für Real Talk. Wir sind ein bisschen am Verzweifeln, weil aktuell ist nur ein Fisch gegangen und ja, nichts geht. Also sie beißen gerade nicht auf Gummifisch, sie beißen nicht auf Blinker, sie beißen auf nichts, keine Spinner, Spoon, nichts. Also sie haben echt keinen Bock aktuell. Und bis jetzt haben sie nur auf eine Nymphe gebissen. Und ja, was macht ihr denn immer so, wenn ihr so am Verzweifeln seid? Also wir sind gerade da gesessen und dachten uns, okay, jetzt ist Mittag, jetzt sind wir schon einige Stunden hier, also schon 3. Und das geht einfach nichts. Aber wir sehen ja den Fisch, also so ist es ja nicht. Also wir sehen den Fisch, wir haben ab und zu mal Nachläufer, aber geht nichts. Jetzt ist die Frage, was tun? Also ich hoffe, es geht noch was, wir finden noch eine Lösung, wir probieren uns einfach alles rum, wie es halt so beim Angeln ist. Aber was ist eure Geheimwaffe, wenn ihr sagt, okay, der Tag geht wirklich nichts und das ist so mein Last Chance,
etwas zu reißen. Also da sagen sie, okay, das ist immer das Letzte und oft geht was. Was habt ihr da so für Geheimwaffen? Das wäre echt cool zu wissen, weil es kommt aussichtslos wie Stalingrad. Aber nicht, weil kein Fisch da ist. Wie gesagt, es ist Fisch da und es war echt cool. Also man kann sie auch hinsetzen und so, aber wäre schon schön, wenn man was geht. So, der Angeltag geht nun zu Ende und leider jetzt nur mit dem kleinen Fisch. Wenn ihr hier seid, ganz wichtig, ihr holt die Karte, geht gleich rechts ums Haus. Da habt ihr einen Zufluss und da habt ihr ganz viele Fische. Wir haben das am Anfang nicht gesehen, sind zum Mönch gegangen, der hinter uns ist, haben da ein bisschen geangelt, haben auch die kleine Forelle dann auch rausgeholt. Auf so einer kleinen Nymphe war das einfach ins Wasser gehalten, habt dann vom Mönch ein bisschen rumgezuppelt, habt die so springen lassen und dann hat sie eine kleine gebissen. Wir wollten ja immer zu diesem Zufluss, aber in den ganzen 5 bis 6 Stunden, wo wir jetzt hier waren, war ständig einer schneller vor Ort und wir wollten nicht die ganze Zeit da sitzen und warten, bis einer weggeht, sondern wollten natürlich angeln. Ja. Was sagst du, Martin, zu diesem Forellenteich? Was ist deine Meinung? Also ich kann sagen, es ist eigentlich ganz schön hier. Also man muss sagen, es ist, der Teich ist wirklich groß. Also man könnte auch theoretisch viel angeln, aber schlecht ist halt, es gibt halt wirklich nur einen Hotspot, wo man wirklich sieht, da ziehen die Leute einen nach dem anderen raus. Aber im Minutentakt. Es ist nicht so, dass man da stundenlang wartet, sondern im Minutentakt. Und es ist wirklich nur eine sehr, sehr, sehr begrenzte Stelle. Also vielleicht, da könnte zu zweit eventuell noch angeln, aber mehr ist wirklich nicht drin, weil da ist es wirklich vorm Zufluss vielleicht einen halben Meter mal einen halben Meter, wo die Fische sich tummeln. Und das ist ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen schade, dass so wenig Auswahl ist, weil alle Zuläufe fast fallen quasi auf einen Ort und dort ist halt der größte Angeldruck und da muss man halt der schnellste sein und das ist halt ein bisschen schade. Also ansonsten finde ich es eigentlich ganz schön, weil die Location ist wirklich schön. Es ist relativ ruhig, zwar ist da eine Straße, aber da fahren sich so viele Autos, also ist nicht dramatisch. Der Preis ist auch vollkommen in Ordnung, die Fische sehen auch gesund aus, der Teich ist auch eigentlich ganz schön. Einziges Manko ist, dass wirklich man kann nur da angeln. Also man sieht auch wirklich, wir haben jetzt zwar auch beim Mönch was gefangen, aber das war jetzt auch ein kleiner Fisch. Und da sind halt wirklich Riesendinger, also wirklich. Die Oschis, also wirklich, da sind solche Teile drin. Und das ist halt schon schade, dass es sich nicht so verteilt wie bei anderen Forellenhöfen. Aber wenn man was fangen möchte, kann man was fangen, weil das ist sogar, man kann es fast garantieren. Also ja, was wir gesehen haben jetzt in den 6 Stunden, jeder der herkam, hat sofort was rausgegeben. Also nehmt den Tipp, falls ihr herkommt, wirklich wahr, geht's gleich ums Haus, gleich zum Zufluss in die halbe Stunde und ihr habt euer Soll. Genau. Außer ihr wollt ein bisschen mehr Kniffliges haben, geht zum Mönch, da wird es ein bisschen spannender und dann könnt ihr mehr rumprobieren, aber da ist halt die Erfolgschance geringer. Da, was hältst du von hier? Ja, meiner Meinung nach, ich finde es genauso auch eigentlich ganz gut, ist sehr gut begehbar. Es gibt halt ums Haus herum ist ein bisschen steil, da ihr braucht definitiv einen Kescher mit einem langen Stiel, damit ihr da auch hinkommt. Das ist schon recht steil, sonst habt ihr immer recht flaches Gelände hier, ihr kommt sehr gut ins Wasser. Wie gesagt, die zwei guten Hotspots sind wirklich der Zulauf und der Abfluss. Wobei der Zulauf, wie wir heute echt bemerkt haben, ist echt der Hotspot schlechthin. Der Hotspot. Also, wenn es um 9 Uhr hier aufmacht, sofort zum Zufluss. Wenn ihr die ersten seid, habt ihr eigentlich so gut eigentlich wie Fisch. Also jeder, der heute da stand, ist mit einem riesen Beutel voll Fisch gegangen. Ja, definitiv. Ich habe heute echt gelernt, dass man selbst beim Forellenhof man auch kämpfen muss, dass es doch nicht so wie eigentlich geschenkt ist, außer wenn man an dieser Stelle ist. Manche Fische waren von den Ködern abgeschreckt, wir haben alles hingeworfen. Wir haben Kanner fliegen, wir haben Wobbler, wir haben Blinker, wir haben Spinner, wir haben Gummifische, Nymphen, alles mögliche also getestet. Was in der Köderbox war auch im Wasser. Genau. Man hat es auch wirklich schön gesehen. Man hat hier am Gesicht, also direkt vom Sichtfeld vorbeigezogen. Manche haben sich das angeschaut, sind sofort immer abgedreht. Man kann jetzt rumstreiten, woran es liegt. Lag es vielleicht daran, dass wir kein Fluorocarbon benutzt haben, dass sie vielleicht vom Wirbel abgeschreckt sind. Sichtbare Schnur, es sind zig mögliche Sachen. Der Teich hier ist nicht besonders tief. Wir hatten jetzt sehr warme Tage. Vielleicht war es ihnen auch zu warm heute. Es gibt wahrscheinlich zig möglichen Varianten, warum es nicht geklappt hat für uns. Aber am Zufluss hat es geklappt. Also, wenn ihr hier seid, wirklich Zufluss, der Zufluss. Und wenn da einer gerade ist, dann setzt euch da einfach mit dem Stuhl hin und wartet, bis er fertig ist. Das rentiert sich.
mehr als was wir gemacht haben, dass wir dann 4-5 Stunden hier rumgegangen sind, an verschiedenen Spots das probiert haben. Ja. Wie würdest du es, Martin, jetzt halt bewerten nach dem Schulnotensystem, wenn eins, sagen wir, das allerbeste, quasi Anfahrt das Beste, Preis-Leistung das Beste, von den Fischen, was du gesehen hast, alles ringsrum, was für eine Schulnote würdest du diesem Forellenteich denn geben? Also ich würde auf jeden Fall eine gute 3+ geben, muss ich ehrlich sagen. Also es bedingt dadurch, der Preis ist vollkommen in Ordnung mit 17 Euro für 2 Kilo. Man fängt es halt auch wirklich. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt leer nach Hause und habe 17 Euro gezahlt und dann kommt nichts. Man kann mit dem Zufluss es wirklich erfangen. Anfahrt ist in Ordnung. Ich meine, klar, wir kommen aus München, wir haben es, Stunde Fahrt ist drin. Ich meine, wenn man in der Früh losfährt, kein Verkehr, ist alles gut. Location ist wirklich sehr schön, also ist auch ruhig. Man kann sich auch hinsetzen, es gibt Bänke, man kann sich auch was zu essen holen. Wenn man nichts fängt, wie wir, können wir uns auch was Geräuchertes noch Fertiges holen, also Regionales von hier. Also ich finde es eigentlich wirklich 3+, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber es ist wirklich gut. Das Einzige, was ich abziehen muss, ist halt wirklich, dass es nur diesen Hotspot gibt. Also das ist wirklich, dass man nicht sagen kann, hey, man nimmt ein paar Kumpels mit, man geht an den Forellenhof und sagt, man fängt jetzt alle was und dann, ja. Macht eine schöne Grillparty. Eben, also es ist möglich, klar, jeder stellt sich an den Zufluss und dann fängt man was, das ist kein Problem, aber das kann ich nicht sagen, dass jeder sich woanders hinstellt und dann sagt, boah, ich habe einen geileren Spot wie du. Also das fehlt mir leider ein bisschen. Das sind andere Forellenhöfen, bisschen mehr. Aber wer jetzt zum Beispiel komplett nur auf Preis-Leistung in Anführungszeichen geht, findet man die komplett. Also super. Vom Preis her top. Man findet Fisch. Man, das ist gut. Also ich würde sagen, eine gute 3+. Also es ist, ja, ich will es nicht so hoch stecken, weil es ist immer Luft nach oben. Es gibt ja das Fischerparadies, versuchen wir ja. Was würdest du sagen für die Note? Ich glaube, dass du mit der 3+ ziemlich gut liegst. Ich glaube, ich würde auch die 3+ sagen. Wie gesagt, Anfahrt ist top. Ihr kommt sehr gut von der Autobahn gleich hierher. Man ist mitten quasi im Wald. Man hat hier eine Straße. Wer vielleicht es ganz ruhig haben möchte, dem könnte es vielleicht stören, hin und wieder ein Auto. Aber sonst, die ist nicht so sehr befahren. Also ist eigentlich recht ruhig hier. Preis-Leistung finde ich auch top. Zugänglichkeit zum Teich ist auch sehr gut. Wie gesagt, Manko ist der einzige Hotspot, wo sich das kanalisiert auf diesen 1-2 Quadratmeter in diesem Eck da. Und wenn man halt nicht schnell genug ist, geht man halt so wie wir mit einem ganz kleinen und eventuell gar keinen Fisch nach Hause. Aber sonst finde ich den eigentlich ganz gut. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn jetzt da nicht so viel Action jetzt drin war, wie wir es uns erhofft haben am Anfang. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, wie diese, wir werden natürlich weitere Seen befahren und die auch für euch testen, dass ihr euch das mal angucken könnt, dann bleibt einfach dran, hinterlasst einfach ein Abo, dann verpasst ihr auch kein Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen. Und wenn ihr auch mal mehr sehen wollt, außer die Videos, unbedingt auf Instagram gehen, einfach pkfishing.de. Und da seht ihr auch die Stories, die wir noch nebenbei machen. Während den Drehtagen zum Beispiel, da findet ihr auch heraus, manchmal sogar, wo wir jetzt aktuell sind. Vielleicht trefft man den einen oder anderen dann, der dann doch in der Nähe ist. Ich hoffe, cool. Es hat euch gefallen. Und ich lasst würde sagen, bitte in den Kommentaren da, wo wir als nächstes hingehen sollen oder was euer Favorit ist, wo ihr sagt, okay, das ist ein wirklich ein Top. Platz Note 1 Forellenhof, den was muss wir man unbedingt zeigen haben. Müssen. Idealerweise in Bayern, bitte. Weil noch so weit fahren ist zwar drin, aber ist jetzt echt weit. Also die sind noch berufstätig. Also bitte abonnieren. Genau. Bitte schon. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Von See zu See.